Erste Helene Fischer, seltsame Schmuddelfotos kursieren im Internet. Der Playboy ruft, doch Helene Fischer hat keine Lust auf Nacktfotos. Manche Anhänger aber schon. Deswegen helfen sie sich mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Und schockieren andere Fans. München, sie ist erfolgreich und sie ist schön. Multitalent Helene Fischer hat nicht erst seit ihrem Single-Dauerbrenner atemlos durch die Nacht unzählige Fans. Und so manche davon würde sich wünschen, dass sie ihre knappen Outfits für ein Fotoshooting einfach mal komplett weglässt. Stichwort Nacktfotos. Doch darauf hat Helene Fischer keine Lust. Dabei gab es vor mehreren Jahren ein unmoralisches Angebot, anlässlich ihres 30. Geburtstags. Happy Birthday, liebe Helene Fischer. Du weißt ja, für die Playboy-Leser bist du die perfekte Frau. Wenn du sie atemlos machen willst, ruf uns an. Das gilt auch mit 30, schrieb der Playboy auf seiner Facebook-Seite. Und das war ernst gemeint, wie Playboy-Chefredakteur Florian Beutin gegenüber gala.de bestätigte. Alles fake? Nacktmontagen von Helene Fischer im Internet. Doch dass es Nacktfotos von Helene Fischer gibt, ist nicht zu erwarten. Schade, finden manche und behelfen sich einfach auf ihre Weise. Denn diverse Anhänger haben sich im Photoshop kreativ gezeigt und schlichtweg ihre eigenen Nacktmontagen von Helene Fischer gebaut. Wer die entsprechenden Suchbegriffe bei der Google-Bildsuche eingibt und den Familienfilter ausmacht, findet das ganze Ausmaß. Dabei sind wirklich eklige Hardcore-Montagen dabei, wie unser Test vor geraumer Zeit ergab. Aber auch echte Schenkelklopfer mit unfreiwilligem Humor. So wurde der Kopf von Helene Fischer mehr schlecht als recht auf den Körper einer erwachsenen Filmdarstellerin montiert, die mit einem Mann kopuliert. Ein weiteres Fake-Foto zeigt Helene, wie sie sich breitbeinig vor einem Swimmingpool räkelt. Und bei einem auffallend mies gefotoshoppten Sexfoto steht gleich noch Helene Fischer dabei.
damit man überhaupt sieht, wer und was genau das sein soll. Nach Fotos, Helene Fischer nicht einziges Opfer der Fake-Montagen. Die seltsame Fantasie einiger Fans kennt also offenbar keine Grenzen. Wohlgemerkt ist Helene Fischer nicht die einzige, die Opfer der Fake-Nackt-Foto-Kreativität ist. Solche miesen Montagen gibt es von fast allen großen Stars. Doch bei Helene Fischer dürfte die Nachfrage besonders hoch sein. Das zeigt schon die Tatsache, dass ein vermeintliches Facebook-Nacktvideo, hinter dem sich dreister Internetbetrug verbirgt, für so viel Wirbel sorgte. Zweite Helene Fischers neuer Freund Thomas Sietel wäre beinahe Stripper geworden. Oh lala! Was Helene wohl davon gehalten hätte. Laut dem Manager der Striptruppe 16paxten wäre Helene Fischers 34 neuer Freund Thomas Sietel beinahe Mitglied in der Jungs-Kombo geworden. Stripper statt Luftakrobat. Das Hemd ausziehen, lasziv an der Stange tanzen und wild mit Mädels flirten, für die Stripper der Truppe 16paxten, gehört das zum Alltagsgeschäft. Und beinahe wären sie um ein Mitglied reicher gewesen, wie Omid Jai auf seiner Instagram-Seite verrät. Was kaum einer weiß, der neue Freund von Helene Fischer wäre beinahe ein 16paxten-Member geworden. Die Gespräche zwischen dem Geschäftsmann und Thomas Sietel sollen laut Omid Jai vor anderthalb Jahren in Berlin stattgefunden haben. Doch die Parameter und die Modalitäten haben leider nicht gepasst, schildert er weiter. Glück gehabt. Denn dadurch landete der 33-Jährige nicht bei den 16paxten, sondern im Team von Helene Fischer. Bereits seit Monaten arbeiten beide zusammen an ihren Luftakrobatik-Nummern. Hier hat es zwischen dem jungen Paar dann auch gefunkt. Über Helene Fischers Trennung von ihrem langjährigen Freund Florian Silbereisen hatte RTL.de exklusiv berichtet.